Anne, was hat Bonex Neues auf die Boot 2013 mitgebracht? Ja, wir haben dieses Jahr für den Ecos eine Carbontube mit im Programm und können auch noch zusätzlich ein Programmadept ausspielen, mit dem der Taucher wesentlich schneller unterwegs ist. Euren Kompass habe ich gesehen? Richtig, unser Kompass ist auch in dem Sinne neu, der ist kompensierbar und der Taucher kann jetzt noch exakter an sein Ziel gelangen. Was gibt es Neues bei Werner Lau? Wir haben dieses Jahr in Französisch-Polynesien eine Tauchschule aufgemacht. Die Insel heißt Fakarawa, ist in der Nähe von Tahiti. Und wir versprechen dort bei jedem Tauchgang viele hundert Grauhaie, den ganzen Tauchgang, bei jedem Tauchgang. Was hat FWT Schulz auf die Boot 2013 mitgebracht? Auf dieser Boot präsentieren wir jetzt erstmals nach 2 Jahren Entwicklungszeit unseren neuen Scooter. Dieser Scooter ist vom Design sehr klein, schlank und leicht. Er wiegt nur 7,5 Kilogramm. Macht einen Schub von 15 Kilogramm für eine Stunde, kurzfristig auch 17 Kilogramm. Das große Feature ist, Sie können 2 Scooter zusammenpacken, haben entweder die doppelte Geschwindigkeit oder den doppelten Schub. Was hat FWT Schulz noch mitgebracht? FWT Schulz hat dieses Jahr erstmalig eine Titanlampe vorgestellt, sehr exklusiv, sehr hell mit Lithium-Ionen-Technik. Des Weiteren haben wir unser GS35-Programm um weitere Köpfe erweitert und wir haben unser sehr erfolgreiches Programm der GS60 und GS80 mit Wechselköpfen dahingehend erweitert, dass wir nicht nur die Wechselköpfe stärker gestaltet haben, sondern auch zusätzlich mit ultraviolettem Licht und mit Blaulicht kombiniert haben.